Hallo, wir sind Hanni und Nanni. Heute wollen wir einen Ausflug zur Eisdiele in die Stadt machen. Jetzt müssen wir nur noch auf Carlotta warten, die Trödelliese. Hey, da bist du ja. Hallo, ich musste noch meine Reifen aufpumpen, aber jetzt kann's losgehen. Ach toll, ich freue mich schon, dass wir mal wieder in die Stadt kommen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir das letzte Mal da waren. Seht mal da hinten, die zwei Pferde. Die habe ich bisher noch nie gesehen. Die sehen ja ganz schön traurig aus. Das Fell ist so zottelig und stumpf. Die beiden sind auch schon ziemlich alt. Sieht so aus, als hätte der Besitzer sie einfach auf die Weide gestellt, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Woran erkennst du denn, dass die Pferde alt sind? Am Körperbau und an der Haltung. Ältere Menschen laufen ja auch anders als wir. Ich sehe gar keine Tränke auf der Weide. Die armen Pferde sind bestimmt sehr durstig. Wir sollten zu meinem Onkel fahren, der kennt sich mit Pferden aus. Vielleicht weiß er ja, was wir tun können, um den Pferden zu helfen. Dein Onkel lebt hier in der Nähe? Das hast du uns ja nie erzählt. Onkel Benito wohnt hier in einem alten Wohnwagen, seit er nicht mehr beim Zirkus ist. Seine Dressurnummer mit 8 Pferden war richtig berühmt. Das ist ja spannend. Dann kann er uns bestimmt helfen. Hey, ich kann seinen Zirkuswagen von hier aus schon sehen. Hallo, Onkel Benito. Hallo, Carlotta. Wie geht's meiner Lieblingsnichte? Schön, dich mal wiederzusehen. Und wer sind deine Freundinnen? Onkel Benito, das sind Hanni und Nanni. Wir gehen alle in Lindenhof zur Schule und sind in derselben Klasse. Ihr beide gleicht euch ja wie ein Ei dem anderen. Gibt es überhaupt irgendjemand, der euch auseinanderhalten kann? Im Grunde ist das ganz einfach. Nanni hat eine Sommersprosse mehr als ich. Die zu zählen dauert ja ewig. Was führt euch denn zu mir? Als wir gerade auf dem Weg von Lindenhof zur Eisdiele waren, haben wir auf einer Weide zwei ganz schäbige Pferde gesehen. Die haben wirklich so ausgesehen, als ob sich niemand um sie kümmert. Ihr Fell ist ganz zerzaust und schmutzig und sie haben nicht mal eine Tränke. Wir würden uns wirklich gerne um die Pferde kümmern, aber wir wissen viel zu wenig über Pferdepflege. Nichts leichter als das. Ihr könnt mein altes Pferdepflegebuch haben. Und ein paar nützliche Sachen, die man für die Pferdepflege braucht, habe ich sicher auch noch. Geht ruhig in den Wohnwagen und den Schuppen und guckt, was ihr dort findet. Als Onkel Benito noch beim Zirkus war, ist er mit diesem Wohnwagen durch die Welt gefahren. Das war bestimmt sehr aufregend. Ja, es muss Spaß machen, viele Länder zu sehen und andere Menschen kennenzulernen. Das schon. Aber manchmal ist das Zirkusleben auch ganz schön hart. Einmal hatte Onkel Benito ein Pferdezebroid, eine Kreuzung zwischen Zebra und Pferd. Vor allem die Kinder haben es geliebt. Hey, da ist ja das Pferdepflegebuch. Da steht alles über Pferde drin. Mit dem Mähnenkamm kämmt man nur die Mähne. Das sagt ja schon der Name. Den Schweif macht man mit der Hand sauber.
Die Pferdehufe sollten vor und nach dem Ausreiten geputzt werden. Wisst ihr, wenn die Hufe nicht gut gepflegt werden, dann kann das Pferd Huferkrankungen bekommen und sogar lahm werden. Onkel Benito ist natürlich auch ein super Reiter. Er kann auf ein galoppierendes Pferd aufspringen, wieder abspringen und dabei noch Kunststücke machen. Das nennt man Voltigieren. Nach dem Striegeln wird mit der Kadette der Staub aus dem Fell gebürstet. Am Kopf muss man vorsichtig sein, weil Pferde da empfindlich sind. Vielen Dank, Onkel Benito. Wir fahren jetzt gleich wieder zurück zu den Pferden. Gern. Ich habe mich gefreut, dich mal wiederzusehen, Carlotta. Schön, dass wir uns kennengelernt haben, Hanni und Nanni. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Und übrigens, vergesst nicht, den Pferden ein paar Äpfel und Mohrrüben mitzubringen. Die essen sie nämlich besonders gern. Dann könnt ihr euch schneller mit den Tieren anfreunden. Guter Tipp, das machen wir. Auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Also zuerst müsst ihr die Pflegemittel aus dem Fahrradkorb holen und sie dann zu den Pferden bringen. Die Pferde würden sich bestimmt über ein paar Äpfel und Mohrrüben freuen. Sonst fressen sie doch nur Gras. Onkel Benito hat doch gesagt, dass Pferde gerne Äpfel und Mohrrüben essen. Auf Lindenhof finden wir bestimmt was. Mit den Sachen, die wir von Onkel Benito bekommen haben, können wir jetzt endlich die Mähnen der Pferde kämmen, das Fell striegeln und die Hufe reinigen. Zum Glück liegen alle Sachen noch im Fahrradkorb. Heute gab es auf dem Markt viel frisches Obst und Gemüse. Ich habe auch Möhren für einen Eintopf eingekauft. Ihr esst doch so gerne Möhreneintopf. Zucker ist gar nicht gut für Pferde. Er ist schlecht für die Zähne und baut Vitamine ab. Ich frage mich, wer die ganzen Mohrrüben genommen hat. Es ist ja gut, wenn ihr euch gesund ernährt, aber ich hoffe, dass keine von euch so eine sinnlose Diät macht. Es kann gefährlich werden, wenn ihr versucht, wie eines dieser spindeldürren Models auszusehen. Ich dachte, ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr in die Stadt fahrt. Ich wäre gerne mal wieder einkaufen gegangen. Jetzt sind die Geschäfte natürlich zu. Jetzt kann ich diese Woche doch keinen Mohrrüben-Eintopf für euch kochen, weil ihr alle Mohrrüben an die Pferde verfüttert habt. Das Fell ist noch staubig. Das kann mit der Kadetsche geputzt werden. Pferde müssen natürlich öfter geputzt werden. Die Mähne muss schön durchgekämmt werden. Übrigens putzt man ein Pferd nicht nur, damit es ein sauberes Fell hat. Das Putzen ist auch eine tolle Massage. Manche Pferde sind auch kitzelig. Guckt euch mal die Hufe an, die sind ja noch ganz dreckig.
Guckt euch mal die Hufe an, die sind ja noch... Gut gemacht. Die Pferde haben ja noch gar keinen Namen. Wie gefällt dir Pegasus? Du, Hanni, ich glaube, der Name gefällt ihm. Ja, mir auch. Und dich nennen wir Marilou, weil dein Fell die gleiche Farbe hat wie die Haare meiner Lieblingssängerin. Hey, ihr da. Was macht ihr denn da mit meinen Pferden? Ich bin Bauer Jonsson. Die Weide ist Privatbesitz. Da habt ihr nichts zu suchen. Guten Tag. Wir sind Schülerinnen aus dem Internat Lindenhof. Ich bin Nanni, das ist meine Schwester Hanni und das ist unsere Freundin Carlotta. Wir kümmern uns schon eine Weile um ihre Pferde. Ihnen ist es ja egal, ob die Pferde versorgt werden. Sie geben ihnen ja nicht mal Wasser. Nun werd mal nicht unverschämt. Für eine Tränke habe ich kein Geld. Außerdem werden die Pferde sowieso bald verkauft. Und ihr könnt es euch bestimmt nicht leisten, 1000 Euro zu bezahlen. Also verschwindet jetzt. Na, der war ja vielleicht unfreundlich. Wenn er die Pferde verkaufen will, dann sollten wir versuchen, das Geld aufzutreiben. Die Eisdiele ist zu. Jetzt sind wir wohl ganz umsonst hierher gefahren. Ja, wird wohl nichts mit dem Eis. Los, dann fahren wir jetzt zu den Pferden. Könnt ihr euch vorstellen, dass es noch 1961 Postkutschen in Deutschland gab? Auf einer unserer Tourneen damals ist uns noch eine in den Bergen begegnet. Manche Strecken konnten lange Zeit nicht mit Postbussen befahren werden. Aber für unsere Wagen und die Postkutschen war das kein großes Problem. Ich habe Elli gerade erklärt, dass das Urpferd vor circa 55 Millionen Jahren lebte. Es ernährte sich hauptsächlich von Blättern und Früchten und lebte in dicht bewaldeten Gegenden. An den Vorderfüßen hatte es 4 Zehen und an den Hintergliedmaßen 3. Eigentlich war es ganz anders als unsere heutigen Pferde. Und wisst ihr, es war nur 25 bis 30 Zentimeter groß. Ich kann mich noch erinnern, als Carlotta damals nach Lindenhof kam. Sie sollte niemandem erzählen, dass sie vom Zirkus ist. Dabei haben wir ihre Reitkünste so bewundert. Hallo, was ist denn mit euch los? Ihr wisst doch von Pegasus und Marilou. Die sollen jetzt verkauft werden. Und dem Besitzer ist es egal, ob die beiden es dann gut haben. Dem geht es nur ums Geld. Es wäre doch klasse, wenn Lindenhof die Pferde kauft. Ja, dann können wir alle reiten lernen. Geht doch zu Frau Theobald und fragt sie. Ich habe mich schon immer für Indianer interessiert. Pferde waren total wichtig für sie, weil sie so leichter Bisons jagen konnten. Wir sollten erstmal mit Frau Theobald über Pegasus und Marilou sprechen. Guten Tag, Mädchen. Ihr seid ja ganz außer Atem. Was möchtet ihr denn?
Nanni, Carlotta und ich pflegen seit ein paar Tagen zwei alte Pferde. Der Besitzer kümmert sich nicht um sie. Ihm war es egal, dass sie gar keine Tränke hatten. Gerade kam der Besitzer bei der Weide vorbei und hat uns gesagt, dass er die Pferde für 1.000 Euro verkaufen will. Und da haben wir uns überlegt, dass es doch sehr schön wäre, wenn wir die Pferde für Lindenhof kaufen könnten. Das tut mir leid. Es ist zwar sehr löblich, dass ihr euch solche Sorgen um die Pferde macht, aber es ist eine alte und bewährte Regel auf Lindenhof, dass es hier keine Haustiere gibt. Stellt euch mal vor, wenn alle Mädchen Haustiere hätten. Das wäre ja wie im Zoo. Ich hätte nicht gedacht, dass Frau Theobald Nein sagen würde. Ach komm, wir sollten uns trotzdem Job suchen. Wenn Frau Theobald sieht, wie sehr wir an Pegasus und Marilou hängen, dann sagt sie vielleicht doch noch Ja. Ja, genau. Wir dürfen die beiden nicht im Stich lassen. Sie haben etwas Besseres verdient, als von ihrem Besitzer einfach so abgeschoben zu werden. Nanni hat einen Job in einer Gärtnerei angenommen. Sie muss auf einem Erdbeerfeld das Unkraut jäten und braucht für so ein großes Feld natürlich Hilfe. Wenn die Unkrautpflanze anfängt zu wachsen, musst du sie durch Anklicken ausreißen. Gibt es zu viel Unkraut auf dem Feld, verdorren die Erdbeerpflanzen. Bezahlt wird für jede übrig gebliebene Erdbeerpflanze. Wenn du meinst, dass Unkrautjäten deine Stärke ist, dann kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schneller wächst das Unkraut. Aber die schnellere Arbeit wird dann auch besser bezahlt. Wenn du bereit bist, dann wähle den Schwierigkeitsgrad aus und los geht's. Nanni hat einen Job als Zeitungsbotin gefunden. Es wäre prima, wenn du ihr helfen könntest. Wichtig bei dem Job ist, dass die Zeitungen schnell an die richtige Haustür ausgeliefert werden. Also rote Zeitungen nur an rote Haustüren, blaue Zeitungen an blaue Türen und so weiter. Und denk dran, Geld gibt es nur für richtig ausgelieferte Zeitungen. Wenn sich eine Haustür öffnet, dann musst du mit gedrückter Maustaste die oberste Zeitung aus dem richtigen Zeitungsstapel auf die offene Haustür ziehen. Du musst schnell sein, sonst schließt sich die Tür wieder. Wenn du meinst, dass du schon ein Profi im Zeitungaustragen bist, dann kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto weniger Zeit hast du, um die Zeitungen auf die Haustür zu ziehen. Aber desto mehr Geld gibt es auch. Wenn du bereit bist, dann wähl den Schwierigkeitsgrad aus und los geht's!
Carlotta muss eine ganze Menge Sachen einkaufen und kann deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Du musst dir die Sachen auf der Einkaufsliste merken, sie im Regal suchen und dann anklicken. Bezahlt wird nur, wenn alle Sachen auf der Liste auch eingekauft wurden. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden musst du dir mehr Sachen auf der Liste merken, aber dafür gibt es auch mehr Geld. Wenn du bereit bist, dann wähle den Schwierigkeitsgrad aus und los geht's. Hani muss babysitten und könnte Unterstützung gebrauchen. Wie wär's? Die Babys müssen mit der Flasche gefüttert werden, wollen mit der Rassel spielen und müssen mit dem Schnuller beruhigt werden. Was die Babys jeweils wollen, musst du selber rausfinden. Wenn die Babys schlafen, müssen lästige Fliegen mit der Fliegenklatsche ferngehalten werden. Mit gedrückter Maustaste kannst du den Schnuller, das Fläschchen oder die Rassel zum Baby ziehen. Aber pass auf, jedes Baby hat natürlich seinen eigenen Schnuller, sein eigenes Fläschchen und seine eigene Rassel. Wenn das Baby laut anfängt zu schreien, dann bekommst du kein Geld für das Babysitten und musst dein Glück beim nächsten Mal versuchen. Wenn du schon Erfahrung mit Babysitten hast, dann kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Babys musst du gleichzeitig versorgen. Aber dafür gibt es natürlich auch mehr Geld. Wenn du bereit bist, dann wähl den Schwierigkeitsgrad aus und los geht's. Yeah.
Das war aber der letzte Job. Wir haben es geschafft. 1.000 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Los, wir gehen zu Frau Theobald. Bitte, Frau Theobald, wir möchten noch mal mit Ihnen über die beiden Pferde sprechen. Nanny, Carlotta und ich haben in den letzten Wochen ganz viel gearbeitet und 1.000 Euro verdient. So viel will Bauer Jonsson für Pegasus und Marilou haben. Aber Kinder, ich habe euch doch bereits erklärt, warum ich gegen den Kauf bin. Es freut mich zwar, dass ihr so viel Einsatz zeigt, aber ich kann und will die Regeln nicht verändern. Frau Theobald war ziemlich sauer. Ja, und wir haben so geschuftet, um das Geld zu verdienen. Das ist nicht fair. Schade, dass Carlotta heute nicht mitkommen kann. Pegasus und Marilou werden sie bestimmt vermissen. Ja, aber sie war so wütend, weil Frau Theobald nicht erlaubt, dass wir die Pferde kaufen. Da hat sie die ganze Zeit im Unterricht mit Jenny gequatscht. Jetzt müssen beide nachsitzen. Hey, wer ist denn der Typ, mit dem sich Jonsson unterhält? Lass uns vorbeifahren und so tun, als wollten wir in die Stadt. Vielleicht kriegen wir mit, worüber die sich unterhalten. Also, für weniger als 1.000 Euro kann ich die beiden nicht verkaufen. Sonst verdiene ich gar nichts bei dem Geschäft. Für meine großen Kutschen brauche ich starke Gäule. Die müssen den ganzen Tag durchhalten. Aber Sie sehen ja selbst, dass die in guter Verfassung sind. Ist trotzdem eine Menge Geld. Ich habe hier extra immer alte Gäule, damit es billiger wird. Das muss ich mir erst noch überlegen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Du meine Güte! Der Jonsson will Pegasus und Marilou verkaufen und dann tut er auch noch so, als wäre es sein Verdienst, dass die beiden so gut aussehen. Pegasus und Marilou sind doch viel zu alt, um noch den ganzen Tag schwere Kutschen durch die Stadt zu ziehen.
Und das bei dem ganzen Verkehr und dem Staub. Dieser Fletcher scheint ein ganz gemeiner Typ zu sein. Wir müssen Pegasus und Marilou vor ihm retten. Lass uns nochmal mit Frau Theobald reden. Jetzt muss sie uns doch erlauben, die Pferde zu kaufen. Was gibt es denn jetzt schon wieder? Wir waren gerade bei den Pferdeweiden. Da haben wir gehört, dass Bauer Jonsson Pegasus und Marilou an einen gemeinen Kutschenbesitzer verkaufen will, der die Pferde den ganzen Tag durch die staubige Stadt hetzt. Und die beiden sind doch schon viel zu alt dafür. Bitte, wir müssen die beiden retten. Wir können doch Pegasus und Marilou bei Onkel Benito im Schuppen unterstellen. Dann sind sie ja nicht richtige Haustiere und wir verstoßen auch nicht gegen die Hausordnung. Und Onkel Benito sagt bestimmt ja, er liebt Pferde. Ihr habt recht. Diese harte Arbeit ist wirklich viel zu anstrengend für alte Pferde. Bei meinem letzten Besuch in der Stadt habe ich selber einen Kutscher gesehen, der seine Pferde sehr rücksichtslos behandelt hat. Das ist bestimmt der Kutscher, den wir heute bei den Weiden gesehen haben. Also gut, ihr könnt die beiden kaufen. Allerdings mache ich zur Bedingung, dass ihr die Reiterprüfung ablegt, um zu zeigen, dass ihr über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Der Besitz eines Pferdes bringt viel Verantwortung mit sich. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Super, wir haben es geschafft. Ich kann es noch gar nicht glauben. Das wird so toll, wenn Pegasus und Marilou zu Lindenhof gehören. Ja, dann können wir jeden Tag ausreiten. Die Zäumung, das heißt die Trense oder Kandare, muss dem Kopf des Pferdes genau angepasst sein, sonst können wunde Stellen am Maul auftreten. Pferde reagieren empfindlich am Kopf, deshalb musst du bei der Auftrensung vorsichtig sein. Wenn du dir unsicher bist, bittest du lieber jemanden um Hilfe. Als erstes legst du den Zügel über den Hals und dann nimmst du das Stallhalfter ab. Du stehst auf der linken Seite des Pferdehalses und hältst das Genickstück der Trense in der rechten Hand. Den Nasenriemen hältst du ebenfalls in der rechten Hand. Mit der linken Hand lenkst du zuerst das Gebiss in das Maul. Dann streifst du das Genickstück über die Ohren. Wichtig ist, dass du Schopf und Mähnenhaare teilst und den Stirnschopf über den Stirnriemen legst. Dann schließt du den Kehlriemen so, dass noch eine Hand zwischen Riemen und Kehle passt. Die Riemen musst du individuell einstellen.
Zur Reitgrundausbildung gehört natürlich auch, dass Hanni und Nanni die verschiedenen Reitbahnen kennen und nachreiten können. Du kannst ihnen dabei helfen, indem du zuerst den vorgegebenen Reitbahnnamen per Mausdruck der richtigen Reitbahn zuordnest. Dann kannst du die Bahn mit Hilfe der Pfeiltasten nachreiten. Pfeil nach oben bedeutet starten. Pfeil nach links bewegt das Pferd nach links. Pfeil nach rechts bewegt das Pferd nach rechts. Wenn du bereit bist, dann ordne die erste Reitbahn zu. Gemacht. Du bist wirklich gut. Das ist richtig. Klasse. Super! Prima! Die Aufgabe, eine Strecke sicher abzureiten, ohne dass ihr Pferd stehen bleibt oder Hanni ihre Kappe verliert. Dabei kannst du ihr helfen. Wenn du die Pfeiltaste nach oben drückst, dann kann Hannis Pferd hoch über ein Hindernis springen. Wenn du die Pfeiltaste nach unten drückst, dann duckt sich Hanni vor herabhängenden Ästen. Wenn du die Pfeiltaste nach rechts drückst, dann springt Hanni mit ihrem Pferd weit über ein Hindernis. Wenn du die Pfeiltaste nach links drückst, verhinderst du, dass sich Hannis Pferd vor Schreck aufbäumt. Wenn du bereit bist, dann klicke auf den Screen.
In diesem Quiz kannst du dein Wissen über Pferde testen. Dafür musst du 20 Fragen rund ums Pferd beantworten. Die drei Joker geben dir die Möglichkeit, drei Fragen zu überspringen, wenn du dir nicht sicher bist. Wenn du mehr als eine Frage falsch beantwortest, musst du das Quiz noch einmal machen. Das ist richtig. Das ist leider nicht richtig. Das musst du leider noch einmal machen. Das ist richtig. Das ist leider nicht richtig. Das musst du leider noch einmal machen. Das ist richtig. Klasse! Das ist leider nicht richtig. Super! Prima! Super, wir haben die Reiterprüfungen bestanden. Und so schwierig war es gar nicht. Frau Theobald ist nicht da. Los, fahren wir zur Weide. Alle freuen sich darauf, dass Pegasus und Marilou bald zu Lindenhof gehören. Ja, ich kann's auch gar nicht mehr erwarten. Da kommt Bauer Jonsson. Wir haben das Geld! Ach, ihr seid's. Ihr kommt zu spät?
Ich habe die Pferde gestern an den Kutschenbesitzer Fletcher verkauft. Ich konnte ja nicht ewig darauf warten, dass ihr das Geld zusammenbekommt. Das können Sie doch nicht machen. Sie haben uns doch versprochen, dass wir Pegasus und Marilou kaufen können. Ich habe euch gar nichts versprochen. Was ich mit meinen Pferden mache, geht da nichts an. Ich muss ja schließlich auch sehen, dass ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Verschwindet und lasst mich in Ruhe. Das ist ja unglaublich. Jedes Mal, wenn wir herkommen, ist die Eisdiele geschlossen. Wird die überhaupt noch mal geöffnet in diesem Sommer? Das ist doch jetzt wirklich nicht wichtig. Toll, jetzt haben wir endlich die Nummer von dem Kutscher. 7651. Fletcher, Kutschfahrten durch die Stadt. Guten Tag, mein Name ist Honey Sullivan. Meine Schwester Nanny, unsere Freundin Carlotta und ich, wir haben uns seit einiger Zeit um die beiden Pferde von Bauer Jonsson gekümmert. Ja, und? Wir haben gehört, dass die Pferde jetzt Ihnen gehören und möchten sie von Ihnen kaufen. Na, ich weiß nicht. Was soll ich denn ohne Pferde machen? Das wird aber nicht billig. Das kostet euch 1200 Euro. Habt ihr denn so viel Geld? 1200 Euro? Bauer Jonsson wollte sie uns für 1000 Euro verkaufen. 1000 Euro könnten wir Ihnen auch sofort geben. 1000 Euro sind aber nicht genug. Ich hatte ja Kosten für den Abtransport. Und jetzt muss ich mir neue Pferde suchen. Entweder 1200 Euro oder aus dem Geschäft wird nichts. Na gut, wir werden das Geld so schnell wie möglich besorgen. Das ist ja Wucher. Hoffentlich müssen Pegasus und Marilou nicht so hart arbeiten, bis wir sie kaufen können. Ja, hoffentlich. Wir müssen schnell die 200 Euro besorgen. Na endlich! 1200 Euro! Frau Theobald,
Wir haben jetzt das ganze Geld zusammen. Sehr schön. Und ich habe gerade mit Carlottas Onkel telefoniert. Wir können seinen Schuppen für die Pferde benutzen. Das bedeutet natürlich, dass ihr den Schuppen erstmal zum Stall umbauen müsst. Klar, das ist kein Problem. Ich spreche dann mit dem Kutscher über den Verkauf. Danke. Pferde sind die schönsten Tiere der Welt. Ich freue mich schon darauf, reiten zu lernen. Ja, es muss toll sein, wenn man so gut reiten kann wie Carlotta. Aber bis wir erstmal so weit sind, dass wir auf einem Pferderücken stehen können, wird es noch ganz schön lange dauern. Hallo, ihr kommt bestimmt, um den Schuppen umzubauen. Ja, es ist wirklich sehr nett, dass wir den Schuppen für Pegasus und Marilou benutzen können. Den beiden wird es hier bestimmt gut gefallen. Vielen Dank. Nichts zu danken. Ich weiß ja, wie sehr ihr euch angestrengt habt, um die Pferde zu retten. Das muss belohnt werden. Gut gemacht. Jetzt gehört ihr endlich zu Lindenhof. Ich bin sehr stolz auf euch, Hanni, Nanni und Carlotta. Ihr habt euch wirklich angestrengt und Pegasus und Marilou gerettet. Und ich weiß, dass auch die anderen Mädchen auf Lindenhof euch dabei helfen werden, die Pferde zu versorgen und zu pflegen. Jetzt kannst du dich auch um dein eigenes Pferd kümmern. Du kannst ihm einen Namen geben und eine eigene Fellfarbe auswählen. Viel Spaß mit deinem Pferd!